So, das ist ein Heckteil von einer Speed Triple. Das soll auf eine Daytona kommen und da kommt jetzt ein Schriftzug drauf. Ich habe jetzt schon die, allerdings wird der Schriftzug nicht geklebt, sondern einlackiert. Also alles mit Lack gemacht. Ich habe jetzt da eine Schablone aufgebracht, wie man sieht. Außenrum dann abgedeckt. Und spritzt die jetzt erstmal Silber aus. Und dann da kommt außenrum noch so ein schwarzer Rand. Und für den schwarzen Rand setze ich dann nachher die Buchstaben da einzeln rein, weil das ist einfacher, als wenn man zwei Schablonen nimmt und die über die Ecken positioniert. Da könnte man immer, also wenn man das manuell mit dem Messerchen dann setzt, ist das einfach relativ einfach. Ich kann das mal so ein bisschen demonstrieren gerade mal. Also wenn das dann silber auslackiert ist, dann kann ich den so setzen. So. Ich spritze das Silber immer mit der Airbrush-Pistole. Ja, es verstopft relativ schnell. Ja. Ja, hängt schon wieder zu. Ja. So, entweder. Das muss nur gerade eben decken. Wenn man zu viel aufträgt, ist auch nicht so gut. Nur so gerade eben, dass es deckt. So. Das war's. Fertig. Und jetzt lassen wir das kurz ablüften. Dann kommen die Innereien rein und dann wird schwarz drüber und dann können wir das abdecken. So, ich zeige das jetzt mal bei einem Buchstaben. Ich habe jetzt hier das E, das Innere. Und erstmal ganz, ganz locker auflegen. So, wenn es sich gelöst hat, und dann kann man das mit dem Messerchen ganz vorsichtig an die richtige Stelle schieben, bis das alles passt. Ist ein bisschen Fummelei jetzt, also ohne starken Druck, nur so ganz leicht. Ja. So. Ah, der sitzt schon. Ja. So, wenn er sitzt, kurz vorsichtig andrücken. Fertig. Nächste Buchstabe. Ja. Also einfach ganz locker auflegen. Meistens kriegt man schon einigermaßen positioniert hin. Irgendwo an der Ecke, dass es fest sitzt. Und dann kann man das da drauf wunderbar mit dem Messerchen hin und her schieben, bis das in der richtigen Position ist. Ja. So, passt. Ja. So, es gibt dann noch eine schöne Outline. Hier sieht man die geplottete Außenfolie. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, die Dinger, die waren ja hier drin, die inneren Buchstaben. Und dann ergibt sich so ein schmaler Rand. Und man könnte natürlich jetzt auch zwei Schablonen machen, dass man die über die Ecken wieder positioniert. Aber da das Heckteil sich leicht durchbiegt, ist das schwieriger, als wenn man dann die einzelnen Buchstaben dann geschwind an die passende Position schiebt und dann schwarz drüber macht. Ist halt beim Ausheben ein bisschen Fummelei, man muss sich die Buchstaben dann halt alle einzeln aufheben. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann geht das relativ flott. Das ist auch eine Sache der Routine. Und diesen goldenen Basiston, den gibt es von den Herstellern nur noch auf Lösemittelbasis. Wasserbasis, da fehlen anscheinend irgendwelche Pigmente. Also muss man dann auf Lösemittel haltig zurückgreifen. Wenn es nichts anderes gibt, geht das leider nicht anders. Ist aber dann auch einfacher zu arbeiten, weil ein wasserbasierender, den müsste man halt dementsprechend länger ablüften lassen, damit der Kleber, das ist ein Acrylatkleber,
bei den Schablonenfolien, dass der keine Schäden am Basislack anrichtet. Oder man spritzt einen Gang Klarlack dazwischen und schleift den nochmal kurz an. Das wäre natürlich auch noch möglich. Ist dann wieder ein Arbeitsgang mehr. Oder eventuell noch einen Einkomponenten-Klarlack dazwischen legen und dann mit der Schablonenfolie drauf. Das geht natürlich auch. So, sind die Innereien schon drin. Jetzt wird das kurz außenrum schwarz. Ja, geht auch noch ein paar Mal drüber, bis es gerade so eben deckt. Und dann kann man das vorsichtig ausheben. So, lackierte Schriftzüge, die haben natürlich Vorteile, wenn mal was beschädigt wird. Weil ein aufgeklebter, der trägt halt relativ dick auf. Die haben ja auch 0,08 die Folie, also 8 μ oder so. Und dann, wenn da Klarlack drüber ist, dann spürt man immer die Konturen. Und wenn da jetzt irgendwas beschädigt wäre oder so weiter, und dann müsste man praktisch die Folie irgendwo einschneiden, rausziehen den einzelnen Buchstaben, dann würde man Kanten sehen, oder man müsste es komplett neu machen, was dann wieder viel aufwendiger ist. Und wenn ich irgendwo eine Beschädigung an einem einzelnen Buchstaben habe, dann schleife ich den Klarlack, weil er von der Oberfläche her so oder so glatt ist, brauche ich nur den Klarlack da an der Stelle anschleifen, kann den Buchstaben neu aufsetzen. Das Material ist ja auch dünn, mit der Airbrush-Pistole trägt das ganz minimal auf und ist natürlich von der Reparatur nachher hinter viel, viel einfacher. Und man hat natürlich auch, da diese geklebten Buchstaben meistens eine bedruckte Folie ist und so weiter, bei den lackierten hat man halt nicht die Gefahr, dass sich im Sommer irgendwo Bläschen drunter bilden. Das kommt auch noch hinzu. So, jetzt decken wir das vorsichtig ab. Das Papier kann man nochmal verwenden für die andere Seite. So. Da hatte ich mir, muss ich mal gerade wegmachen, damit man das auch sieht hier. Da hatte ich mir so eine, damit man das besser sieht. Man sieht schon, wie das hier einen Bogen macht, aber das fällt dann nachher nicht mehr auf. Eine Schablone da zu biegen, das wäre etwas problematisch, dann kriegt die relativ schnell Falten. So, wie gesagt, das Papier heben wir mal auf, so ganz vorsichtig irgendwo abknibbeln. Das muss schon ein bisschen vorsichtig sein, dass man den Lack nicht beschädigt. Ja. So, jetzt sieht man schon mal, und jetzt müssen wir da nachher nur noch die Innereien ausheben, da ja das Silber drunter ist. Das ist jetzt auch noch so ein bisschen Fummelei. Ja, da habe ich schon eine ganz kleine Macke drin. Das können wir gleich noch, das machen wir dann mit ein bisschen Schablonenfolie. So. Da ist so ein ganz kleiner Zipfel, der muss noch weg. Ja. Ganz minimal. Machen wir mit der Airbrush-Pistole, ist das kein Problem. Ja. So, auf der einen Seite ist jetzt fertig. Jetzt geht es dann an die andere Seite.